Werte Geschäftspartner, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Das Thema heute, die Episode 2 mit ExtraHop Networks. Und zwar, es geht um Network Anomaly Detection mit Hilfe von Machine Learning. Vielleicht zurückreferenzierend, wir haben ja am 28. Mai 2021 die Hersteller ExtraHop und Keysight bei uns gehabt, mit dem Thema Power of Wire Data. Und das heutige Thema, da geht es eben darum, wie ExtraHop Machine Learning im täglichen Betrieb dabei unterstützt, Angriffe in Netzwerken in Echtzeit zu erkennen und zu bewerten. Und an dieser Stelle freut es mich wieder ganz besonders, den Richard Wienecke von der ExtraHop für uns begrüßen zu dürfen, virtuell halt. Ja, und er wird uns entsprechend in den nächsten 30 Minuten Einblick darüber geben. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, ihm über das Fragefenster zu stellen. Wir haben vorbereitet eine PowerPoint, aber natürlich auch eine kleine Live-Demo. Gut, Richard, dann darf ich dir hier mit die Moderation übergeben. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Rainer. Auch ein herzliches guten Morgen und grüß Gott von meiner Seite aus. Mein Name ist Richard Wienecke. Ich bin Regional Sales Manager bei ExtraHop für Österreich. Bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren bei der ExtraHop und ich habe ja schon im ersten Teil so ein bisschen was über die Power of Wire Data Ihnen aufzeigen können. Heute geht es um das Thema, wie hilft Ihnen bei der täglichen Arbeit dieses Machine Learning eben aus dem verhaltensbasierten Lernen des Netzwerktraffics dort entsprechende suspicious activities oder Anomalien verhaltensbasiert aufzuzeigen, dann in Form einer Detection entsprechend Ihnen das aufzuzeigen und Ihnen dann zu helfen, herauszufinden, mit Hilfe von Machine Learning, also mit Hilfe von Mathematik, um was es sich dabei handelt. Ich habe dazu ein kleines Slide Deck vorbereitet. Das würde ich Ihnen gerne kurz zeigen, damit wir alle gemeinsam auf dem gleichen Kenntnisstand sind und dann gerne in die Online-Demo gehen. Da würde ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie am besten reinkommen in die Online-Demo und das auch entsprechend Ihren Kunden entsprechend zeigen können. Ja, unser Leitspruch vom Part 1 ist, wir können nicht schützen, was wir nicht sehen. Also es ist wichtig, möglichst viel Informationen zu sehen und das eben auch die ganzen Netzwerkinformationen einzubeziehen. Und hier an der Stelle mal ganz grob schematisch dargestellt, wie die ExtraHop-Lösung arbeitet. Wir haben auf der linken Seite, also ganz links, quasi den Netzwerk-Traffic, den wir hier über die XIA, über den Packet Broker, über den Data Feed, über duplizierte Datenpakete quasi an den Realtime-Stream-Prozessor der ExtraHop übergeben. Das ist so ein Teil der Lösung. Und das hat den großen Vorteil, dass wir nicht inline sind. Das heißt, Netzwerkpakete werden nicht aufgehalten, werden nicht verzögert. Wir müssen auch keine Verschlüsselung in irgendeiner Form aufbrechen, sondern wir bekommen immer die duplizierten Datenpakete. Die Wissensdatenbank von ExtraHop ist eben so groß, dass wir sofort erkennen, welche IP-sprechenden Devices sind bei Ihnen im Netzwerk, welche Protokolle werden gesprochen. Das wird alles in Echtzeit analysiert und wenn dort verschlüsselte Pakete entgegengenommen werden, dann können Sie dort auf der ExtraHop Appliance auch die entsprechenden SSL-Zertifikate hinterlegen. In der Zwischenzeit wird ja auch sehr viel TLS 1.3 gesprochen. Sie können hier über einen Agenten, einen sogenannten Session Key Forwarder, diesen Agenten auf den entsprechenden Systemen bei Ihnen im Haus installieren oder an einer zentralen Stelle wie einem Load Balancer. Und dann können wir auch TLS 1.3 im Klartext quasi analysieren und das eben in diese strukturierte Form hinterlegen. Das ist eben der zweite Teil der Lösung, dass wir hier jede Transaktion aufgrund des Protokolls abspeichern, mit verschiedenen Metriken klassifizieren und diese Informationen dann wegschreiben. Also hier garantieren wir eine Lookback-Time oder Retention-Time von mindestens 30 Tage. Wenn Sie Richtung Cloud gehen, können wir sogar über Google bis zu 90 Tage anbieten. Das heißt, Sie haben immer 90 Tage Lookback-Time. Und wir überführen bestimmte Informationen an unser Machine Learning. Das Machine Learning ist cloud-basiert. Also wir haben es jetzt von Anfang an so entschieden, dass wir das in die Frankfurter Cloud hinterlegen. Das heißt, die Daten verlassen jetzt nicht den deutschsprachigen Raum,
Das Data Center ist SOC 2 zertifiziert, ist GDPR zertifiziert und es werden keine User-Daten, keine IP-Adressen übergeben, sondern wirklich Hash-Werte. Also wenn Sie sich so ein bisschen mit der Kryptowährung beschäftigen und der Blockchain, da ist es dementsprechend auch so, dass so eine Pseudonymisierung hinterlegt ist. Das heißt, das Machine Learning bei uns arbeitet wirklich nur mit diesen Hash-Werten. Und wenn dort Anomalien entdeckt worden sind, dann gehen diese Daten wieder zurück in das Data Center von Ihrem Kunden oder von Ihnen als Partner. Und dort werden die Hash-Werte wieder zurückgerechnet in die entsprechenden IP-Adressen oder Namen. Ja, wo ist jetzt der große Vorteil der Lösung gegenüber Wettbewerbern? Wettbewerber schreiben meistens diese Rohpakete weg und fangen dann an mit der Analyse. Das hat zwei Nachteile. Zum einen brauche ich unglaublich viel Speicherplatz, um möglichst hohe Retention Time oder Lookback Time zu garantieren. Und das zweite ist natürlich, ich bin hier angewiesen auf die IO-Leistung der Festplatte. Wie schnell kann ich Daten wegschreiben? Aktuelles technisches Limit zurzeit sind pro Festplattencontroller, ich glaube, 25 bis 30 Gigabit pro Sekunde. Mehr kann ich dann auf einer Appliance nicht analysieren. Bei uns ist es anders. Das liegt eben daran, historisch bedingt, dass wir aus dem Bereich des Load Balancing kommen. Unsere Gründer kommen von F5, haben dort die Big IP mitentwickelt und wir können quasi diese Netzwerkpakete in Echtzeit im Arbeitsspeicher analysieren und schreiben dann nur noch bestimmte Daten, Metadaten, Transaktionsdaten weg auf die Festplatte und schaffen es eben so, deutlich mehr Lookback-Time und Retention-Time als der Wettbewerb zur Verfügung zu stellen bei geringeren Kosten. Und wir können auf der Appliance bis zu 100 Gigabit pro Sekunde in Echtzeit analysieren und das sogar inklusive Decryption. Also das ist jetzt mal ganz kurz schematisch aufgebaut. Das ist etwas, was wir bei vielen Kunden in Österreich auch immer wieder sehen, dass wir zum einen natürlich diese Metadaten über Monate und Jahre wegspeichern wollen, weil wir dann sehen wollen, wer hat denn damals mit wem gesprochen. Dann eben diese Transaktionsdatenbank, so wie Sie es auch kennen, das, was Sie aus Wireshark kennen, und dass Sie eben hier auf der rechten Seite die Möglichkeit noch haben, die originalen Rohpakete wegzuschreiben. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel Speicherkapazität ich hier an Festplatten zur Verfügung stelle. Also dann sind es dann vielleicht nur noch Stunden oder Tage. Und diese drei Systeme zusammen ergeben dann Weevil X, die Extrahop-Plattform. Ja, wenn wir uns so kurz dem Thema Network Detection and Response mit Machine Learning und anomaliebasierten Ansatz unterhalten, dann vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt im Bereich Cyber Security, wo wir das Ganze positionieren. Grundsätzlich ersetzt ExtraHop keine bestehende Lösung bei Ihnen oder beim Kunden, sondern es arbeitet komplementär, es arbeitet den bestehenden Systemen zu. Also wenn ein Kunde ein SIEM-System im Einsatz hat, zum Beispiel Splunk, dann können wir Splunk mit wertvollen Informationen eben versorgen. Zum Beispiel, wenn es um den Bereich DNS geht, verschlüsselten DNS-Traffic, dann muss man jetzt nicht in Splunk den kompletten DNS-Traffic mitprotokollieren oder mitlocken, wegschreiben, sondern man kann hier die Netzwerkanalyse benutzen und dann nur noch ganz gezielt Detections ab einem bestimmten Risikolevel beispielsweise dann ins Blank wegschreiben lassen. Genau das gleiche mit einer EDR-Lösung, Endpoint Detection and Response. Das heißt, ich starte nur noch meine wichtigsten Systeme aus und alle anderen Systeme, wo ich vielleicht so gar keinen Agenten installieren kann. Nehmen Sie medizinische Systeme, nehmen Sie Produktionssysteme, IP-Kameras, IP-Telefone, wie auch immer, die überwache ich alle mit der Network Detection and Response. Ja, und deswegen. Und das ist auch der Ansatz hier, der Angreifer befindet sich meistens schon seit Wochen oder Monaten im internen Netz. Und hier ist der moderne Ansatz zu sagen, wir versuchen aufgrund des Verhaltens des Netzwerkes Anomalien zu erkennen und die dann entsprechend mit dem Machine Learning, weil wir diese Information nicht erwartet haben, jetzt quasi wird so ein Indicator of Compromise gehighlightet und zack, schauen wir nach, haben wir da schon im Vorfeld was gehabt an Informationen, tragen wir es zusammen, sodass diese False Positives Rate möglichst gering ist, sondern es ist hier wirklich ein toller Detection mit Investigation-Informationen angerechnet ist. Das würde ich Ihnen aber dann auch gleich zeigen in der Online-Demo. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Begrifflichkeit, NDA, damit Sie das besser einordnen können. Also das ist jetzt hier von Gartner, das sogenannte SOC Visible
Triad. Das heißt, das ist State of the Art. Das sollte eigentlich ein SoC haben aktuell. Ob das Ihr Kunde selber hat oder ob Sie als Partner das als Managed Service anbieten. Aus diesen drei Bausteinen wird heutzutage weltweit vom Großkonzern bis zum kleinen Mittelständler sollte man das haben. Man sollte also Logfiles analysieren können. Man sollte auf den wichtigsten Endpoints entsprechend auch Detection and Response System haben und man sollte eben sein Netzwerk entsprechend analysieren. Ja, also möglichst Stealth, also das heißt, wir sind für den Angreifer nicht sichtbar, weil wir komplett agentenlos arbeiten, auch keine Logfiles irgendwie brauchen, sondern wirklich nur mithören am Kabel und dann in Wirespeed entsprechend diese Informationen auswerten. Ganz konkretes Beispiel und das hilft Ihnen jetzt auch im Sales-Prozess. Das ist so eine Sache, die ja im letzten Monat unterwegs war. Ich habe jetzt mal hier als repräsentatives Medium die Tagesschau hergenommen. Da schaut auch der Geschäftsführer oder der IT-Leiter oder auch andere Personen, vielleicht auch jemand aus dem Finanzrat oder Juristen von dem entsprechenden Kunden mal drauf und haben eben das mitbekommen. Man kann sich vielleicht nicht mehr unbedingt den Namen merken, Colonial Pipeline, aber man kann sich zumindest merken, ui, die hatten dann größeres Problem mit dem Cyberangriff. Ja, wie kam denn das zustande? Weil heutzutage hat doch jeder Firewall, IDS, IPS-System, was auch immer drin. Und wenn man sich das anschaut, also das war ja ganz publik, dass es von DarkSide war, also so eine Hackergruppe aus, Osteuropa, gibt es mehrere andere, die jetzt eben Ransomware as a Service anbieten. Und wenn man sich das genau anschaut, ich habe jetzt mal hier als Referenz Wikipedia genommen, dann sehen Sie ja ganz schön beschrieben, dass das DarkSide versucht, im Kundennetz Nodes, also IP-sprechende Devices, zu vermeiden, auf denen Endpoint Detection and Response installiert ist. Und es versucht nach einer Warteperiode auch Systeme zu verschleiern, indem Log-Dateien gelöscht werden. Also das, was wir immer seit Jahren oder Jahrzehnten ja immer vermuten oder auch immer wieder versuchen, dem Kunden zu sagen, dass sowas passieren könnte, ist jetzt hier tatsächlich eingetroffen und kann jetzt wirklich schön auch recherchiert werden, was man dem Kunden aufzeigen kann. Mein Kollege, der Josh Snow, der hat so einen YouTube-Channel-Kanal, ich habe es jetzt hier mal rechts eingeblendet, kann ich Ihnen nur empfehlen, da öfters mal drauf zu schauen. Der produziert so jede Woche, alle zwei Wochen einen entsprechenden YouTube-Kanal, Video, so wie der Rainer. hier hat er eben auch zu diesem Vorfall ein entsprechendes Video produziert. Da oben ist der Link. Der Rainer und der Markus werden im Anschluss die Folien verteilen, da finden wir es auch nochmal. Und da gibt es von der Firma Varonis auch nochmal eine schöne Analyse dieser Darkside Ransomware. Und hier steht eben auch nochmal ganz klar drinnen, also er vermeidet hier Nodes, auf diesen im EDR-System installiert ist. Und er versucht mit Anti-Forensic-Techniken Logfiles zu löschen, um eben unsichtbar zu bleiben, möglichst lange. Ja. Und dafür gibt es eben diesen neuen Bereich. Also das IDC hat das mal eben so klassifiziert für Network Intelligence und Threat Analytics, also Meta. Und Gartner hat eben jetzt seit letzten Jahr 2020 jetzt wirklich auch diesen Namen dann übernommen, Network Detection and Response. Sie sehen das davor, dieses Network Traffic Analysis mit Security Capabilities. Und hier auf so einem Timestrahl sehen Sie, wie lange ExtraHop sich schon quasi auf diesen Markt hinbewegt. 2007 gegründet und dann eben einer der führenden Unternehmen im Bereich Netzwerkanalyse. Und es ist eben, wenn man es mal ganz grob überschlägt, es ist eben nicht nur so ein IDS 2.0 oder die nächste Stufe, also Next Generation IDS, sondern ich habe hier immer wieder die Möglichkeit, auf diese Rohpakete zuzugreifen, um zum Beispiel meine Forensik-Teams, die mit anderen Tools arbeiten, beispielsweise Wireshark, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich kann eben mein Machine Learning dazu hernehmen, das angebunden ist, eben um möglichst frühzeitig solche internen Angreifer zu identifizieren. Das hier nochmal kurz aufgelistet. Also wir mit ExtraHop decken Sie eben diesen Bereich ab, also die nächste Evolutionsstufe von IDS. Die meisten arbeiten ja mit Capturing von Packets und dann wird über Suricata, Row, Seek, dann signaturbasierend auf diese Rohpakete draufgeschaut, um zu erkennen, ob da was passiert. Und der nächste Ansatz ist eben das mit Hilfe von Anomalieerkennung, also weg
Abgehen von Signaturen und eben mit Hilfe von Automatisierungssystemen, Stichwort Machine Learning, eben da drauf zu schauen. Und das ist eben dieser Bereich Network Detection and Response. Und ich habe eben zusätzlich bei ExtraHop die Möglichkeit, auch diese Rohpakete darzustellen. Also das ist wirklich ein ganz großer Unterscheidungspunkt gegenüber dem Wettbewerb. Der Wettbewerb ist meistens hier in der Stelle. Vergleicht es ganz gerne mit dem Sport. Wenn der Kunde einen Marathon ausschreibt, dann wäre das jetzt hier Network Detection and Response. Da kommen eine ganze Menge Marathonläufer daher. Wenn der Kunde mehr haben will, also das wäre jetzt hier in dem Fall ein Dreikämpfer, dann ein Triathlet, dann ist ExtraHop der Richtige, weil er eben auch diese ganzen Rohpaketanalyse entsprechend mitmacht. Ja, bevor ich jetzt gleich in die Live-Demo gehe, möchte ich Ihnen das nochmal kurz schematisch aufzeigen, was Sie jetzt dann gleich sehen werden. Also wir haben eine Konsole, eine Web-GUI, die kann entweder zentral gehalten werden für alle Sensoren, also da, wo ich das installiert habe, in meinem Datacenter, in meinen Außenstellen, in den Produktionssystemen. Vielleicht habe ich sogar Workload in the Cloud, in Azure oder in AWS. Da kann ich den hier auch sichtbar machen. Und was hier passiert ist, mit Hilfe von Machine Learning, dass er eben hier diese Detection Cards erzeugt. Also das zeige ich Ihnen dann gleich. Er zeigt mir auf so einer Timeline an, wie kam es dazu, dass er dieses Risk Level erhöht hat. Und jetzt habe ich eben gegenüber dem Vorteil gegenüber anderen Systemen, also sagen wir mal IDS 1.0, wo ich jetzt dann vielleicht auf ein anderes Tool gehen müsste, mir die Rohpakete hersuchen müsste, auswerten, was Stunden, Tage dauern kann, habe ich hier wirklich mit einem Klick Zugriff auf diese Rohpakete und ich habe die Möglichkeit, eben mir auch aus diesen Rohpaketen heraus diese ganzen Transaktionsdaten schon entsprechend, also wenn es Metriken, darstellen zu lassen, sodass ich es viel schneller und viel besser lesen kann. Ja, jetzt möchte ich gerne kurz in die Online-Demo gehen und da kann ich Sie nur einladen, das bitte auch zu tun. Also das ist die Online-Demo, mit dem auch unsere Techniker arbeiten. Das ist ein ganz großer Vorteil für Sie als Partner. Sie können jederzeit reinschauen, Sie können den Link auch Ihren Kunden geben, damit der sich das mal anschaut. Wir können auch jederzeit gemeinsam mit Ihnen zusammen für den Kunden entsprechend dann, eine Demo durchführen. So, dazu gehe ich jetzt auch hier mal raus und Sie sehen jetzt hier, das ist die Seite extrahop.com. Sie sehen hier rechts oben entsprechend diesen Start-Demo-Button. Da klicke ich jetzt mal drauf. Sie sehen jetzt hier an der Stelle, wird halt hier entsprechend nur der Link verlängert. Wenn ich jetzt hier draufklicken würde und sage Enter Demo, dann kann, schauen wir mal, ob das so passiert. Genau, dann komme ich jetzt hier schon rein. Falls es bei Ihnen nicht so sein sollte, kann sein, dass ein Formularfeld kommt, wo ein paar Sachen abfragt, Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Das können Sie auch umgehen, indem Sie slash cloud noch dazu eingeben. Okay, dann befinden wir uns auf der Oberfläche der Konsole. Hier habe ich eigentlich Zugriff jetzt auf alle Sensoren, die beim Kunden installiert sind oder wenn ich das eben als Managed SOC as a Service anbiete, könnte ich jetzt hier über meine ganzen Kunden das sehen oder ich kann mir gezielt ein Kundenszenario aussuchen. Das ist jetzt hier entsprechend die Security-Richtlinie hinterlegt. Sie sehen jetzt hier diese berühmte Kill-Chain, also hier angefangen von Reconnaissance, Exploits, Lateral Movement, Command and Control. Da zeigt er mir so eine Art Radar an, was jetzt hier häufig jetzt gerade im Netz bei mir sich befindet. Wie gesagt, das ist jetzt eine Demo-Umgebung. Da sind sehr viele aktuelle Angriffsvektoren jetzt hier aufgezeigt. Also Sie sehen jetzt hier ganz prominent zum Beispiel Sunburst. Da kann ich mir quasi jetzt hier auf Sunburst mir aufzeigen lassen, was ist denn jetzt da genau gemeint damit. Falls ich das vielleicht mal nur mal aufgestockt habe, diese Art von Angriffsvektoren, dann wird mir hier eben erklärt. Dann wird mir hier eine Risikoanteilung gegeben und das ist eben das Tolle bei der Analyse-Software, das wird mir sofort im internen Netz angezeigt, welche Devices davon aktuell gerade betroffen sind und kann mir jetzt hier quasi die Systeme anzeigen lassen, wenn ich das bei mir installiert habe. Dann hier unten sehe ich jetzt gerade, wo auf wie vielen Systemen gerade so ein Crypto-Mining stattfindet, wo gerade Data Exfiltration ist, also es ist momentan klar, Demo-Umgebung relativ viel los und wo gerade Ransomware am Laufen ist. Ja, dann habe ich hier in der Mitte die Systeme bei mir im Netzwerk, die aktuell unter Beschuss stehen, also wo sehr viele Angriffsvektoren identifiziert worden sind. Sie sehen es hier unten in der Linie von 0 bis 5. Also hier diese Workstation Physical 01 hat jetzt über 5 Angriffe
Und da könnte ich mir die jetzt aufzeigen lassen, die Maschine. Ich klicke hier drauf und bekomme mehr Detailinformationen zu der Maschine. Und wenn ich wieder draufklicke, noch mehr Detailinformationen und welche Art von Angriff es sich handelt. Und hier auf der rechten Seite als Overview die Top Detections. Das ist eben nach diesem Risk Level sortiert von 0 bis 100. Und da zeigt hier oben an, also dies ja, mit dem höchsten Risikolevel 94 ist jetzt hier so eine Sunburst-Aktivität. Und was jetzt hier erzeugt worden ist, jetzt mit Hilfe von Online-Detektoren und mit Hilfe von eben Machine Learning, mir als Security-Analyst sehr schnell einen Überblick zu verschaffen, wie ist jetzt gerade die Sicherheit, wie es um die Sicherheit meines Netzwerkes bestimmt. Und Sie können sich so vorstellen, dass eben die ExtraHop RevelX-Lösung Ihnen eben so einen Security-Analysten und einen Netzwerk-Analysten, also beides in einer Person, zur Verfügung stellt in dieser Lösung und Sie dann mit dem entsprechenden Personal bei Ihnen im Haus oder eben als Managed SOC-Partner eben jetzt sich wirklich nur noch auf die Sachen konzentrieren müssen, die eben jetzt hier angezeigt worden sind. Also wenn ich jetzt hier auf Data Exfiltration gehe, sehe ich jetzt hier drei Stück. Schaue ich jetzt mal an, weil das ja relativ kritisch ist, wenn Daten von innen nach außen gesendet werden. Und dann komme ich in diesen Overview rein, was die Detection betrifft. Und hier unten sehen Sie jetzt das erste Mal jetzt auch schon mal, wie das Machine Learning zugeschlagen hat. Und zwar steht hier Expected Value 0 Byte. Also das heißt, das Machine Learning braucht ungefähr 14 Tage, wenn es den Datafeed bekommt, beispielsweise über die XML, über den Packet Broker, zu sagen, was ist jetzt hier normales Verhalten im Netzwerk. Und nach diesen 14 Tagen schlagen dann diese Detections also sehr gezielt zu. Und das ist jetzt hier so eine Detection Card. Und jetzt zeigt er hier, also er hat bisher noch nie da Traffic gesehen zwischen diesen beiden IP-Adressen. Und jetzt plötzlich sind da 767 Kilobyte rausgegangen. Er hat sofort ein Ticket erstellt. Also hier ist ein Ticketsystem angebunden. Es geht mit allen Standard-Ticketsystemen, die am Markt sind. Es gibt auch eine REST-API. Sie können also auch, wenn Sie was Selbstgeschriebenes haben als Partner, Ihr Ticketsystem anbinden oder falls der Kunde etwas hat. Sie sehen dann hier die Ticket-Number schon und Sie sehen auch aus diesem Ticketsystem, welcher Mitarbeiter dieses Ticket gerade bearbeitet. Also verarbeitet die auch wieder bidirektional, komplett offen. Wenn wir uns das hier anschauen, ist ein bisschen schöner, also Entschuldigung, schlimmer. Hier sehe ich also auch wieder, der Offender kommt von so einem Accounting-Laptop daher und greift da was an bei mir im Netz. Ich habe hier auch so ein TI-Feed, der mir schon was anzeigt. Aha, da kommt jetzt jemand daher auch aus USA. Und hier sage ich auch wieder, das Machine Learning hat hier 0 Byte erwartet und plötzlich werden hier 1,1 Gigabyte abgezogen und in den letzten 6 Stunden hat er auch wieder sofort ein Ticket erstellt. Ich sehe auch, wie er das erstellt hat. Und das interessiert mich jetzt, weil ein Accounting-Laptop, also wo wirklich erst noch Buchhaltung zugegriffen wird, das ist natürlich schon sehr kritisch. Also da könnte ich jetzt hier draufklicken auf Investigation This Detection. Also stellen Sie sich das vor, Sie würden es mit einem hergebrachten IDS-System nehmen, da müssten Sie jetzt her irgendwo auf diese Rohpakete zugreifen können. Was eben hier sehr schön passiert in der ExtraHop-Lösung mit einem Klick, dass er mir jetzt alle Informationen zusammen korreliert, mir das hier in dieser Detection Card anzeigt, also ich gehe jetzt hier nach unten, Sie sehen es dann jetzt gleich, und ich mit einem Klick quasi jetzt genau diese Detection beurteilen kann. Das heißt, jetzt wird dem Security-Analysten bei Ihnen im Haus oder beim Kunden diese Informationen zur Verfügung gestellt und der bekommt alle Informationen, die es dazu gibt, zusammengetragen. Also auf der rechten Seite sehen Sie nochmal, wo er zu diesem Risk-Faktor kommt. Hier wird es auch schön erklärt. Und hier in dieser Timeline, wie kam er zu diesen 83, Risk-Level 83, also hier 60, 37, also Sie sehen ja, es hat im Vorfeld was begonnen, also hier so ein Ping-Scan, dann ist so ein UDP-Port-Scan passiert. Dann sind hier Suspicious Connectivities durchgeführt worden. Da gab es eine Brute Force Attacke. Und hier ist dann quasi über SMB CIFS Dateien angeschaut worden. Und jetzt beginnt quasi diese Data Exfiltration. Und wenn ich jetzt wissen möchte, ja, was ist davon betroffen? Also wenn ich jetzt auf diese Rohpakete zugreifen würde, ich kann es Ihnen mal kurz zeigen, dann kann ich eben auch mit dieser Lösung mit einem Klick mir diese Rohpakete anzeigen lassen. Also das, was jetzt in meinem Netzwerk quasi von A nach B gelaufen ist und könnte diese Sachen jetzt auch downloaden als PCAP-File, kann sie dort zum Beispiel im Wireshark weiter bearbeiten
oder mit dem Tool, mit dem der Forensiker Rohpakete analysiert. Jetzt hier nochmal zurück. Und was er in dem Wireshark sehen würde, das sind die sogenannte Transaktionsinformationen, die bekomme ich jetzt hier zu sehen. Also hier sehe ich wirklich den Timestamp, also das, was aus den Rohpaketen quasi raussortiert hat. Sieht den Record-Type, also SSH Close, SSH Open, sehe den Client, sehe die IP-Adresse von dem Client, sehe den Server, auf den er zugegriffen hat und bekomme hier mehr Informationen angezeigt eben aus den Rohpaketen. Und das kann ich entsprechend auch mit weiteren Feldern eben versehen. Ich kann mir alle Felder anzeigen lassen, wenn ich möchte, also Select All beispielsweise. Und dann zeigt er mir quasi aus den Rohpaketen alle Informationen an, die es eben dazu sind. Er hat für mich eben schon vorsortiert alle relevanten Informationen. Jetzt wieder zurück auf die Detections. Jetzt hier nochmal auf den Zeitstrahl, die letzten 6 Stunden, damit ich ja so das Overview sehe. Und was sehr viele Security-Analysten machen, sie arbeiten meistens mit dem Framework als Referenz, um das besser einordnen zu können. Und das Framework, das jetzt hier sehr stark verankert ist, ist dieses MITRE-ATT&CK-Framework. Also normalerweise würde man hergehen und sagen, okay, das ist so ein Domain-Controller-Sync-ATT&CK. Wie ist das einzuordnen? Ist das wirklich hier von den Risikofaktoren? Wie brisant ist das Ganze? Und das stellen wir Ihnen eben hier zusammen, diese Informationen, und referenzieren auch zugleich auf dieses MITRE-ATT&CK-Framework. Also kann ich hier draufklicken, dann wechsle ich in den Browser und komme dann quasi an diese Stelle. Was wir noch zusätzlich haben hier bei ExtraHop, ist, dass wir tatsächlich komplett das MITRE-ATT&CK-Framework integriert haben. Das heißt, es wird hier, was auf Netzwerk Ebene dargestellt werden kann, als Angriffsvektoren in dieser Map quasi gehighlightet. Das sehen Sie jetzt hier in diesem türkisen Ton. Und Sie sehen auch hier, wie viele Detections er für diese Art von Angriff gerade in meinem Netzwerk gefunden hat. Man könnte jetzt hier draufklicken mit dem Forensiker oder mit dem Security-Analysten und das entsprechend untersuchen. Ja, an der Stelle würde ich, weil die Zeit jetzt langsam sich dem Ende neigt, wieder zurückgehen in die PowerPoint-Präsentation. Wichtig ist jetzt von meiner Seite aus, dass Sie die Möglichkeit gesehen haben, wie Sie in die Live-Demo reinkommen. Ich kann es jetzt hier gerne nochmal aufmachen. Also Sie gehen einfach ein www.extrahop.com/demo und wenn Sie keine userbezogenen Informationen hinterlassen wollen, also kein Vorname, Nachname, Firma und E-Mail-Adresse, können Sie auch /cloud eintippen und dann kommen Sie eben in diese Online-Demo rein. Die steht immer zur Verfügung. Alle 6 Stunden werden die Datensätze neu generiert. Und was Sie hier noch zusätzlich sehen, sind sogenannte Guided Tours. Das heißt, hier werden Sie durch die Oberfläche durchgeführt. Da müssen Sie nicht selber irgendwie jedes Feld anklicken, um was Bestimmtes zu sehen, sondern da können Sie zum Beispiel Sunburst, den Angriffsvektor mal mit der Oberfläche nachvollziehen oder einen Angriffsvektor bei Ihnen im Netz suchen. Und das können Sie auch immer, wenn Sie im System selber drinnen sind. Sie können immer wieder auf Tour draufklicken und hier auch jederzeit diese Tour dann entsprechend starten. Also hier auch zum Beispiel so eine Stop-or-Breach-Data-Exfiltration. Da führt Sie das System quasi durch die Oberfläche durch, wo Sie draufklicken müssen, um das zu sehen und zu erlernen. Das würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ist wirklich eine ganz toll gemachte Online-Demo, das fast alle aktuellen Features zur Verfügung stellt. Gut, dann vielleicht noch ein paar abschließende Worte. Das ist jetzt hier so ein typisches Kundenszenario, das so ein Multisensor-Deployment darstellt, also so wie ich es ja schon kurz mündlich erwähnt habe. Ich kann diese Sensoren anbinden vor Ort an den Packet Broker, also hier im Data Center, im zweiten Data Center oder im Backup Data Center. Kann jetzt hier diese ETAs, das sind diese Trace Appliance für die Rohpakete, die müssen natürlich auch möglichst nah an der Datenquelle sein, hinterlegen. Und was jetzt die Transaktionsdatenbank betrifft, das können jetzt Services sein, die bei Ihnen im Data Center liegen, wo Sie als Partner, als meine Service Partner das zur Verfügung stellen. Oder das können wir auch Richtung Cloud schieben, das wäre dann in Frankfurt, wo Sie dann entsprechend für den Kunden diese Auswertungen machen oder diesen Service zur Verfügung stellen. Und da kann natürlich kleinere Sensoren, so, die fangen an bei so einem 1 Gig, also 1 Gigabit Datenanalysekapazität in Produktionsnetzen oder in sehr
Security-bedarften Netzwerken hinterlegt werden. Und Sie haben dann eine zentrale Oberfläche, wo Sie darauf zugreifen können, pro Kunde oder über alle Ihre Kunden hinweg. Ja, das ist hier schon meine vorletzte Folie, eben um Ihnen nochmal die Integration darzustellen. Also Sie haben ja gesehen, Detection, das war jetzt der Punkt, der jetzt für uns relativ wichtig war, wo das Machine Learning Ihnen dabei hilft, verhaltensbasierte Netzwerkauffälligkeiten in Ihrem Netzwerk darzustellen. Und das korreliert eben hier mit den Informationen, wenn Sie Richtung Packet Broker gehen, wenn Sie Richtung Workload gehen, also aus der Cloud, dann eben die Integration in SIEM-Systeme. Das heißt, wir können diese SIEM-Systeme entsprechend mit diesen Informationen bereichern, sodass die Informationen in dem SIEM-System wertvoller werden. Und Richtung Response, das heißt, wenn jetzt wirklich so eine Data Exfiltration erkannt wird und das unterbunden werden soll, dann können wir diese Informationen übergeben, zum Beispiel an Cisco ISE und sagen, hey, sperr den Port oder zieh dieses IP-Device um in ein Quarantänenetzwerk. Das Ganze kann ich automatisiert machen, zum Beispiel mit Phantom oder Domisto. Wenn ein neues Device in meinem Netzwerk erkannt wird, zack, sofort in ein Quarantänenetzwerk, entsprechende Scanner auf dieses System laufen lassen, schauen, ob das aktuell ein Service Pack da oben hat und dann vielleicht nach 24 Stunden wieder zurücknehmen ins Netz. Ja. An der Stelle sage ich vielen Dank. Wir sind just in time, würde ich sagen. Ja, würde mich freuen, wenn Sie über die Arrow an mich herantreten oder an ExtraHop. Wir stehen Ihnen immer gerne zur Verfügung. Wir können gerne bestimmte Kundenszenarien gemeinsam besprechen. Wir können auch gerne mal die Preisliste zusammen gemeinsam durchgehen. Und wir würden uns freuen, wenn wir jetzt hier Ihr Interesse geweckt haben, dass Sie sich weiter mit dem Bereich Network Detection and Response auseinandersetzen. An der Stelle würde ich gerne wieder übergeben, Rainer, an dich. Ja, besten Dank, Richard. Es sind derzeit keine Fragen aufgetreten, weil das war die Frage, ob Fragen aufgetreten sind, aber du hast das ja sehr, sehr ausführlich erklärt und danke auch für diesen interessanten Einblick. Vor allem live ist halt immer was anderes als nur PowerPoint, also ich denke, es hat sehr transparent gemacht. Also wir haben natürlich das wie eben aufgezeichnet, die Session. Auch finden Sie auf unserem YouTube-Kanal die erste Episode vom 28. Mai. Sie können, wie Sie gesehen haben, natürlich diese Informationen gerne auch natürlich an Endkunden, an IT-Interessierte, an TISOs etc. weitersenden. Sie sehen, wir sprechen ja nicht über Preise, ja, um das ein bisschen transparenter zu machen. Gut, dann möchte ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Besten Dank an dich, Richard. Und ja, ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Insights bei Arrow wieder begrüßen zu dürfen und noch einen schönen Tag wünschen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.